Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Laut. So, gut. Ja, wir sind auf dem Weg zu Chloe, die auf uns wartet draußen. Aber wir gucken uns hier draußen trotzdem nochmal um. Oh, it's unlocked. I hope Samuel isn't around. Nothing but tools. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Nothing here. Warum ist hier denn nichts? Ah. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Ooh. Who knew Samuel was so into runway fashion? Natürlich steht er definitiv nur auf die Mode. Ja, komm, Chloe. Ich muss mir zeigen, triff mich auf den Kopf und schwinge die Hufe, und zwar sofort. Max. Ja, bin auf dem Weg. Oh. Yo, Max, ich muss dir nochmal sagen, wie verdammt toll du heute mit Kate auf dem Dach warst. Ich erstelle dir im 3D-Drucker des Labors ein Superheldenkostüm, okay? Du hast dir ein Abendessen auf meine Kosten verdient, zusammen mit dem Trip zum Planet der Affen. Ruf mich an. Danke, Warren, mein Umhang muss heute Nacht ruhen. Nathan wurde suspendiert, heute ist ein guter Tag. Ruf mich, ich ruf dich nachher an, okay? Achso, da, okay. Ey, Nutte, Emanzen gehören gelöscht. Hier, ne? Ja, hier. Max, bitte ruf so uns so bald wie möglich an. Wir sind stolz, dass du dieses Mädchen gerettet hast. Und wir wollen wissen, wie es dir geht. Also ruf uns bitte an, wir lieben dich. Entschuldige, Mama, ich ruf euch gleich an, versprochen. Danke, dass ich unsere Blackwell-Heldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz, also nutze es aus. Sag Bescheid, wenn du hierher flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine. Okay. So, erstmal weiter umgucken. Eichhörnchen. Hey! Kann es nicht berühren. Also ich kann nichts mit dem Eichhörnchen machen. Okay. Dann nicht. Dann nicht. Das Tote müssen wir uns nicht angucken. Kaputte Lampe. Maybe Samuel should fix that lamp. So, ich wollte erstmal noch hier gucken. Erstmal bei den Bildern. Das Eichhörnchen. Okay, ziemlich viel eigentlich. Und wir haben hier noch einiges zum Lesen. Was hatten wir? Oh Gott, haben wir viel zu lesen, Leute. Oh, es tut mir so leid, dass es wieder wahrscheinlich nur ein Lesepart wird. Alles klar. Kate Marsh hätte sich fast umgebracht. Meine Hände zittern noch, aber ich muss das jetzt zu Papier bringen. Zu Beginn von Jeffersons Stunde stieg Kate aufs Dach des Mädchenwohnheims, um zu springen. Alle Schüler und Lehrer sahen ihr zu, als sei es ein Freiluftkonzert in Blackwell. Ich sah sie tatsächlich springen, konnte sie aber durchs Zurückspulen wieder aufs Dach bringen. Ich strengte mich mehr an als je zuvor und hielt irgendwie komplett die Zeit an. Ich schaffte es aufs Dach, aber mein Kopf drohte zu platzen. Ich merkte, ich würde nicht mehr zurückspulen können, um Kate zu retten. Ich musste sie so zur Umkehr bewegen. Sie war schon so verletzt wegen dem Video und dem Mobbing, dass sie mir nichts glaubte. Du siehst Filme, in denen Leute jemandem einen Selbstmord ausreden, aber es ist ganz anders, wenn du diejenige bist, die das Reden übernimmt. Ich deckte alle Themen ab und Kate wäre trotzdem fast gesprungen. Klischee oder nicht, ich sagte ihr, wie sehr ihre Freunde und Familie sie lieben, auch wenn sie es nicht alle zeigen. Siehe das Wunder, Kate trat vom Rand zurück, lebendig, ich hätte fast geweint. Nicht nur du.
Ich weiß, es geht nicht um mich, aber ich gebe zu, es war ein tolles Gefühl, um mit Kate vom Dach nach unten vors Wohnheim zu gehen. Wie gesagt, die gesamte Schule und Polizei beobachtete uns in völliger Stille. Dann hörte ich jemanden. Dann hörte ich jemanden, ich glaube Logan, rufen, ein Hoch auf Max und alle klatschten und jubelten. So surreal. Leute, die mich sonst ignorierten oder scheiße behandelten, umschwärmten mich auf einmal. Das mag das Merkwürdigste sein, was mir diese Woche passiert ist. Das brachte mich zu der Frage, ob Victoria zusah und was sie bei all dem fühlte. Ich wollte sie beinahe finden, nur um ihr ins Gesicht zu sagen, dass sie für Kates Suizidversuch verantwortlich ist. Sie ist die Schlimmste, aber nicht die einzige Verantwortliche. Nathan Prescott schien verschwunden zu sein, vermutlich besser so. Danach musste ich noch mit der Polizei reden und eine Aussage machen. Sehr merkwürdig, nachdem man es in fast jeder Detektivshow gesehen hat. Ich musste lügen, wie gedruckt, als es um meine Mitschüler ging, denn ich glaube nicht, dass die Polizei je rausbekommt, was wirklich gelaufen ist. Ja, das sieht nach einem Job für Supermax aus. Sicher, klar, mag ich es, wenn Chloe mich so nennt, obwohl Kate zur Umkehr zu bewegen mir kein heldenhaftes Gefühl verleiht. Vielleicht liege ich falsch, aber ich fühle nichts als Dankbarkeit dafür, dass Kate nicht gesprungen ist. Ah, es tut mir leid, dass ich heute nicht so gut im Lesen bin. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Meine Nase ist auch halb zu, falls man das an meiner Stimme raushört. Ist ein bisschen ätzend. Es war schon bizarr, als uns die Schüler und Lehrer Kate und mich umringten und uns auf Schultern und Rücken klopften. Das klingt mir nicht nach richtigem Deutsch. Als seien wir Helden. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Immerhin wäre Kate fast vom Dach gesprungen wegen dieser Leute. Aber wie gesagt, ich kann nicht alle beschuldigen. Ich wüsste auch gar nicht, auf wen ich zuerst zeigen sollte. Das Allerbeste war, dass Kate trotz ihrer Tränen und Verwirrung lächelte. Verwirrung lächelte, als ihr klar wurde, wie froh alle waren, sie lebendig zu sehen. Ich lächelte auch. Polizei und Sanitäter schnappten sich Kate, legten ihr sanft eine Decke um und eskortierten sie zum Krankenwagen. Sie dankten mir nicht und sahen mich auch nicht wie eine Heldin an. Ich schätze, sie sind es gewohnt, ohne Applaus Menschen zu retten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es war cool. Als umarme einen die ganze Schule. Vielleicht ist Blackwell doch nicht so schlimm. Kate lebt und obwohl ich nicht den ganzen Ruhm für mich beanspruchen will, musste Director Wells mich auch noch ausquetschen. Es war surreal, in seinem schäbigen Büro mit Nathan, David und Jefferson über den Grund für Kate Selbstmordversuch zu reden. Ich war innerlich aufgedreht und sah immer wieder vor mir, wie Kate auf mich zuging, mit einem Hoffnungsschimmer in ihren Augen. Ein Teil von mir wollte Nathans selbstgefälliges Gesicht auf den Schreibtisch knallen, da ich wusste, er war verantwortlich. Danach könnte ich einfach zurückspulen, aber ich wusste, das würde zu einer schlechten, gefährlichen Gewohnheit werden. Zum Glück traf Wells die Entscheidung, Nathan zu suspendieren, nachdem ich von den Ereignissen im Klo berichtet hatte. Er muss noch mehr über ihn wissen, sonst würde das wohl keinem Prescott passieren. Ein wenig Gerechtigkeit für Kate, davon wird es noch mehr geben und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was es gut sein könnte, wenn ich nicht vorsichtig bin. Nach der Befragung des Direktors saß ich mit Warren auf dem Rasen, um das Gras unter mir fühlen und die Wolken beobachten zu können. Er ist so lieb und sagte mir, wie stolz er ist, dass ich Kate vom Springen abgehalten habe. Ich glaube nicht, dass ich das tat, aber ich ziehe es vor, wie eine Heldin statt wie ein Loser behandelt zu werden. Ich sagte Warren trotzdem, dass etwas Ominöses in Blackwell vorgeht. Rachel, Amber, Chloe und jetzt auch Kate waren alle Opfer. Mich eingeschlossen, wenn ich weiter Detektiv spiele. Ich hätte ihm gerne von meiner Kraft erzählt, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt, als ob es den richtigen Zeitpunkt gäbe. Und um den Tag auch möglichst surreal enden zu lassen, wurde es dunkel und am Himmel war eine komplett unangekündigte Sonnenfinsternis zu sehen. Was ist bloß in Acadia Bay? Was ist bloß los in Acadia Bay, so? Liebes Tagebuch, ich kann die Zeit zurückdrehen und versuchte auf dem Dach den Selbstmord einer Freundin sowie die mögliche Zerstörung meiner Heimatstadt zu verhindern. Ich bin am Tisch eingeschlafen und streckte beim Aufwachen die Hand aus, um zurückzuspulen oder nach Kate zu greifen. Ich weiß noch, wie es in meinem Tagebuch darum ging, welcher Anime-Charakter ich sein wollte oder meine Träume, eine respektierte Fotografin zu sein. Oder was Chloe und ich später mal tun würden. Immerhin wissen wir, wie gut das gelaufen ist. Chloe ist entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, also spiele ich, was würde Chloe tun? Das heißt, ich ignoriere meine Hausaufgaben.
Die Übersetzung ist echt nicht so der Knaller, ne? Das heißt, ich ignoriere meine Hausaufgaben, um Kate Marsh, Rachel Amber und die angesehene Prescotts zu recherchieren. Es wäre zu einfach, wenn sie alle miteinander verbunden wären. Mittlerweile glaube ich, dass ganze Cadia Bay damit in Verbindung steht. Ich kann schon den Titel für National Geographic sehen. Mystisch, wissenschaftlich oder apokalyptisch, der Tornado von Cadia Bay. Schau da. Apropos Angst. Ich denke immer noch an Kate und die Traurigkeit in ihren Augen. Ich bin so dankbar, dass sie lebt. Es freut mich zu sehen, wie die Schüler ihre Unterstützungen mit Geschenken und Blumen zeigen. Endlich. Nathans Suspendierung ist eine Erleichterung. Es ist gut, ihn eine Weile nicht auf dem Campus gesehen zu haben. Wen scherz, wie viele Anwälte die Prescotts mir auf den Hals hetzen. Bitte, ich bezweifle, dass ihnen die Publicity gefallen würde. Und ihre Tentakel erreichen den Rest Oregons nicht. Noch nicht jedenfalls. Chloe, ganz sie selbst, verlangte, dass ich mich rausschleiche und sie mitten in der Nacht treffe. Ich wusste, Chloe würde den Campus untersuchen wollen, nachdem was mit Kate passiert ist. Das lässt Chloe nur verzweifelter danach forschen, was mit Rachel geschah, wenn überhaupt irgendwas passiert ist. Ah, gleich durch, Leute. Es ist komisch, dass ich, obwohl ich im Falle von Ärger zurückspulen kann, jetzt mehr Ärger habe als je zuvor. Wenn dies eine Episode von Twilight Zone wäre, würde mich eine ironische Wendung erwarten. Wie so weit zurückspulen, dass ich nicht mehr existiere. Werde ich diese Fähigkeit mein Leben lang haben? Sind Tornado, Schnee und Sonnenfinsternis nur Halluzinationen oder Prophezeiungen? Ist es ein Fluch oder ein Segen? Chloe ist lebendig und bei mir. Und das muss ein Wunder sein. Was heißt, es muss einen Weg geben, zu verhindern, dass meine Visionen Wahrheit werden? Ja, ich ignoriere die Sperrstunde, um mich mit Chloe zu treffen. Sie meinte, sie wolle mir etwas zeigen. Die Zeit für etwas Detektivarbeit ist gekommen. Auftritt der Blackwell Ninjas. Als ich mich durch die Flure schlich, kam ich an Kates Tür vorbei und sah all die lieben Nachrichten anderer Schüler. Blöd nur, dass es den Großteil Blackwells nicht gekümmert hat, als sie das Video verbreiteten und sie mobbten. Alle interessieren sich immer zu spät. Wenigstens wird Kate sehen, dass die Leute zu ihr stehen. Endlich. Ich hoffe, ich kann sie besuchen, wenn der Sturm vorüber ist. Schlechte Wortwahl. Eieieiei, das war echt einiges an Lesen. I feel so giddy, even after Kate almost jumped. Maybe it's the leftover adrenaline. Das könnte sie haben, ja. Kind of invincible now. Huge. Also ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr, oder? Oh, the most magical insects. Burn bright. Sieht schon nice aus, ey. Principal Wells. Are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. That smart son of a bitch has me trapped. Blackwell almost lost another student. Miss Caulfield, you have to be stealthier than that. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still tense after I thought Kate was going to jump today. I just needed some air and space to walk. No explanations. Seeing Kate come up on that roof, then seeing her come down with you. You saved her ass. Maybe save Blackwell. Now don't get cocky. Going back inside. You earned good dreams. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Ja. Max, stop wandering outside and get back to your dorm. Scheiße. Great, he saw me. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. Oh, great, he saw me.
Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. Noch weiter zurückspulen. Max the Ninja strikes again. Ninja Max schlägt wieder zurück. Er schlägt wieder zu. Nice. Nachts auf so einem Campus ist doch schon ein bisschen gruselig, ne? Booyah! Oh! Get it? Booyah. Alter! Scary punk ghost. More like a scary punk asshole. Hey Chloe, I didn't exactly have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Sorry, but you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. Then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Kate is alive because of you. You obviously said the right thing. And your badass power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space? No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me, what's your secret? Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Okay. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together.
That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? Er hat sie gegeben, ey. Also ich meine jetzt gerade, nicht davor, was die wahrscheinlich... Ach, egal. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Chloe, die... Gut, Leute. So. Das war's erstmal für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.